Apfelschimmel, den soll ich doch hin und her reiten, oder nicht? Yes, yes, yes. So, wo ist jetzt hier? Das ist die richtige, ne? So, dann warten wir jetzt immer noch. Dach, hier am Dach warten. So. Schön! Schön, wenn man den Bau des Tribuxwings sehen würde, so, ich weiß nicht, dass er nach und nach entsteht. Aber davon gehe ich nicht aus. Steht er doch. Dann lasst mal sehen, wie dick diese Mauern wirklich sind. Ach, das war nur der erste Schuss. Der Trebock muss noch eingestellt werden, das ist alles. Keine Sorge, es läuft alles perfekt. Die Reichweite wird sofort korrigiert. Sehr gut, sehr gut, sehr löblich. Vector, aus dem Weg, verdammt, ich muss zu Herrn Divish. Herr, Sie kommen, es bleibt keine Zeit mehr. Bringt ihm Wasser. Atme, das wird schon wieder. Wer kommt? Eine Armee ist auf dem Weg. Und sie trägt die Farben Hafelmedex von Waldeck. Sie sind schon sehr nah. Hafelmedex? Tja, der wird uns wohl kaum zur Hilfe kommen. Dieser miese Bastard. Mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Ich könnte einen Happen ver... auch noch Hilfe von außerhalb. Meine Herren, Toss Verstärkung wird uns hier sehr bald angreifen. Das Schwein. Wie viele Männer? Wissen wir nicht. Aber gewiss viele und sie werden bis zum Morgengrauen hier sein. So bald? Wie kommt es, dass wir bis jetzt nichts davon wussten? Das ganze Land versinkt im Chaos. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt etwas wissen. Wenn sie uns in den Rücken fallen, dann... sind wir erledigt, wie Toss es die ganze Zeit geplant hatte. Verschlagene Schlange. Er war uns immer einen ganzen Schritt voraus. Aber dieses Mal nicht. Was hast du vor? Robert, was meinst du, wie wird das Wetter morgen? Nun, Herr, wenn mich meine Gelenke nicht täuschen, dann wird es regnen. Stark, wie aus Eimern. Hier stellen wir uns auf. Ich und Ratzigs Männer. Ihr wartet, bis sie uns angreifen. Und fallt ihn dann in den Rücken. Hier und hier. Wenn wir Erfolg haben, wird es vorbei sein, ehe man in Thalmberg irgendetwas merkt. Das könnte funktionieren. Aber wir müssen Männer im Lager zurücklassen, falls sie doch beabsichtigen, aus der Burg zu kommen und uns anzugreifen. Mir genügen auch wenige Männer. Hängt das nicht davon ab, ob ihr durchhalten werdet? Wir wissen nicht einmal, wie viele es sind. Wir werden durchhalten. Ich gebe meinen Männern die Befehle. Wir werden bereit sein. Thank you.
Meine Rolle in der Schlacht, Herr? Ich wollte mich den Skarlitzern anschließen. Ich brauche dich für mehr als das. Mehr als das? Wenn wir den Steinbruch nicht halten, sind wir erledigt. Du, ich, Hanusch und Ratzig. Und da Hanusch den Flankenangriff befehligt, Ratzig gefangen ist und ich verwundet bin, führt Hauptmann Robert die Truppen an. Wer wäre besser geeignet? Keine Frage, Robert ist ein guter Kommandant. Aber viele der Männer stammen aus Skarlitz. Wir brauchen jemanden, der sie kennt und von ihnen respektiert wird. Herr? Dich, Heinrich. Aber das ist... Ich will in die Vorhut. Hör mir gut zu, Heinrich. Die Friedhöfe sind voll mit Helden, die sich kopflos ins Getümmel stürzen. Und wenn dich gleich der erste Kumane erledigt, ist das schlecht für die Moral. Außerdem würde Ratzig mich zum Frühstück verspeisen. Du und eine Gruppe Skarlitzer werden sich im Wald auf der anderen Straßenseite versteckt halten. Aber Herr, ich sollte eher... Schweig! Unterschätze nicht die Aufgabe, mit der ich dich betraue. Die Männer sind nervös und du musst sie, falls nötig, zurückhalten. Dann fallt ihr dem Feind so schnell und entschlossen in den Rücken, dass er nicht reagieren kann. Gerät die Formation ins Wanken, brauchen wir jemanden, der einen kühlen Kopf bewahrt und die Männer im Zaum hält. Verstanden, Herr. Das wollte ich hören. Wenn du bereit bist, schließ dich den Skarlitzern an. Sie versammeln sich im Wald hinter der Straße nach Hatay. Okay, ja, da bin ich natürlich bereit. Gib dich ein Schlachtfeld zu belangen, sobald du bereit bist. Ich habe... mittelmäßige Rüstung, naja, gut. Es geht noch. Und wenn es eines gibt, auf das wir in Tallenberg stolz sind, dann darauf... Was ist das hier wieder für ein Abstieg? Hilfe! Ja. Spiel gespeichert. Die Schlacht auf dem Schlachtfeld erwartet mich. Noch nicht. Ruhig, Männer. Gott, 9 gegen... Ruhig. So viele. Kann ich mich nicht hinkauern? Halt! Halt. Wenig. Also Bogenschützen. Wenigstens jeder einen Bogen mitnehmen, zack. Verdammt, oh Gott, wir haben uns erwartet. Erster Trupp zur Brücke. Brecht durch. Vorhut. Nach links. Der Rest kommt mit mir. Wir flankieren diese Bastarde. Auf sie. Angriff. Hältet diese Hurensöhne. Lasse ab. Scheiße.
Gut ausgestattet. Mit denen. Auf zu Herrn Harsch! Auf zur Brücke! Wir müssen ihm helfen! Wo ist die Brücke? Da hinten. Ich bin da! Muss ich angreifen? Okay, der nicht mehr. Oh, ich stechle den Falschen. Der ist schon tot. Bruder. Das ist jetzt dran, du bist ja in die Seite gepiekst. Und du als nächstes in den Rücken. Ja, stirb! Kampfrausch! Vorbei. Das hier ist Ihr Anführer. Was, dieser Bursche? Erweise mir gefälligst mehr Respekt, Divish. Den wirst du brauchen, wenn du vor Istvan niederkniest. Oh, na sowas, der Welpe zeigt Zähne. Istvan, sagst du? Nicht Herr Istvan? Oh, oder Herr Mann. Toss? Wie nahe steht ihr zwei euch? Ich kenne ihn. Das ist Erik, Toss Hauptmann und rechte Hand. Na, endlich. Eine gute Nachricht. Fesselt ihn und bewacht ihn gut. Diese Bastarde wollen unseren Trebok zerstören. Ja, ja, klar. Brauchen wir halt einen neuen Idioten. Ja. Was? Was ist denn? Oh mein Gott. Kann jetzt nicht reiten oder was? Lächerlich.
dem Weg, ihr Mannen! Da gibt's Pferde, kann man den reiten? Da. Oh. Mehr vereinzelte Männer. Ah, kommen gerade welche hoch. Scheiß Buschberg. Hallo. Mal von hinten an, wenn das genehm ist, ne? Und? Der Schaden ist nicht zu groß. Also können wir schießen? Nicht so schnell. Herr, worauf warten wir noch? Du hast seine Drohung gehört, Robert. Willst du, dass er Ratzig und meine Frau umbringt? Wir müssen unsere nächsten Optionen abwägen. Und außerdem wäre es eine Schande, die schöne Burg zu zerstören. Aber wie locken wir die Ratten aus ihrem Nest? Herr, ich hätte deine Idee. Was, wenn wir die Geiseln austauschen? Er war der Hauptmann in Vranik und brachte Istvans Verstärkung hierher. Er scheint Toss sehr nahe zu stehen, würde ich sagen. Womöglich kann er uns etwas mitteilen. Und vielleicht ist er seinem Herrn ebenso wichtig wie Herrin Stefanie und mein Vater für uns. Du bist wahrlich deines Vaters Sohn. Du bist ein Geschenk des Himmels. Und du hast recht. Wir verhören diesen Mistkerl. Und dann werden wir weitersehen. Hol dich aus und komm später zu mir. Ohne der Einsatzbesprechung im Zelt bei. Pff. Fang an zu reden oder sprich dein letztes Gebet. Nur zu. Ich verrate meinen Herrn nicht. Ah, Heinrich, du kommst wie gerufen. Dieser Narr baumelt lieber am Galgen, als den Mund aufzumachen. Du weißt mehr über ihn als wir. Vielleicht bringst du ihn ja dazu zu singen. Okay.
Denn Eric. Eric, stimmt doch, oder? Wie es aussieht, wurde der Spieß umgedreht, nicht wahr? Fick dich. Du musst an deinem Ton arbeiten. Wenn du dich zu benehmen weißt, überlebst du vielleicht. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen. Und du überlegst dir besser gut, wie du sie beantwortest. Plus 2 habe ich, 20 minus 1 Stärke. Wer ist dieser Toss? Eine Waise, genau wie ich. Die Türken töteten seine Eltern, also begann er, sie zu töten. Da Sigismund Männer wie ihn brauchte, ging er in dessen Dienst. Was hat er vor? Bist du wirklich so blind? Er wird Wenzels Verbündete vernichten. Euch! Wie viele Männer hat er in der Burg? Woher soll ich das wissen? Anfangs waren wir fast 70 und nun ist vermutlich nur die Hälfte übrig, wenn überhaupt. Aber immer noch mehr als diese Burg je beherbergte und genug, um sie zu verteidigen. Wessen Befehlen gehorcht er? Hörst du nicht zu? Ich hab doch gesagt, dass er für Sigismund arbeitet. Pass auf. Toss hat Geiseln in der Burg und wir haben dich. Wie wäre es mit einem Tausch? Hältst du ihn für einen Narren? Glaubst du wirklich, er würde das Einzige aufgeben, das euch davon abhält, anzugreifen? Dem würde er nie zustimmen. Bete lieber, dass er es tut. Denn falls wir angreifen, bist du wertlos für uns. Was glaubst du, wird wohl aus einem nutzlosen Banditen wie dir werden? Mit dir vergeude ich nicht länger meine Zeit. Du hättest deine Haut retten können, doch wie es scheint, ist dir die deines Meisters mehr wert. Ich muss meine Haut nicht retten. Istvan wird das tun und jeden einzelnen von euch umbringen. Warum sollte er dich retten? Er wird dich opfern wie seine Männer in Vranik und Pribislavitz. Du bist nichts weiter als ein gewöhnlicher Schurke. Du weißt gar nichts. Er wird mich retten und jeder, der mir auch nur ein Haar krümmt, wird teuer dafür bezahlen. Jetzt bin ich neugierig. Weshalb sollte ihm so viel an dir liegen? Bist du etwa sein Geliebter? Du würdest es nicht verstehen. Eine Zeit lang dachte ich, es wäre nichts aus ihm herauszubekommen. Doch dann begann er zu singen. Ich dachte, du seist zu zaghaft. Doch wie es scheint, hat sich deine Herangehensweise als richtig erwiesen. Gut gemacht. Wie dem auch sei, augenscheinlich ist der Junge kein gewöhnlicher Halunke und glaubt, Toss wichtig zu sein. Die Frage ist, liegt diesem Bastard Toss genauso viel an unserer Geisel wie uns an seinen Geiseln? Ja, das könnte man ja mal fragen. Nun, Divish. Es scheint, es ist an der Zeit herauszufinden, wie sehr Toss unsere Gefangenen schätzt. Möchtest du selbst mit ihm verhandeln? Ich werde dir das überlassen, Hanusch. So sei es. Ich gebe mein Bestes. Bring den Gefangenen zum Wehrgang. Istvan! Was ist denn? Hat unser Besuch euch etwa überrumpelt? Ein wenig, doch wir haben es uns äußerst bequem gemacht. Und dieser Kamerad genießt unsere Gastfreundschaft so sehr, dass wir ihn nicht mehr loswerden. Wie es scheint, haben wir eine Pattsituation. Vielleicht ist es Zeit, dass unsere Gäste nach Hause zurückkehren. Nie und nimmer. Haltet ihr mich etwa für einen Narren? Seid gewarnt. Wenn Eric etwas zustößt, soll sich jeder meiner Männer mit dieser Dirne vergnügen und ich lasse Kobilla zu Gulasch verarbeiten. Edel gesprochen, euer Gnaden. Doch woher weiß ich, dass dies nicht schon geschehen ist? Divish, es tut mir leid. Grüß euch, Freunde. Keine Angst, Herr Toss behandelt uns wie Könige. Wie du siehst, fehlt ihnen nichts. Aber wenn du eine Dummheit begehst, Hanusch, wird sich das schnell ändern. Wie es scheint, bedeutest du deinem Herrn herzlich wenig, Junge. Fahr zur Hölle.
Tut mir leid. Wie es scheint, ist es nicht so einfach. Nun, zumindest leben sie. Ich hatte mir sowieso nichts davon erhofft. Er wird ihnen nicht zuleide tun, solange wir den da haben. Tja, Freunde, was schlagt ihr vor? Nochmal über die Mauer. Wir werden wohl oder übel angreifen müssen. Das Risiko ist groß, Robert, mit Stefanie und Drazig in ihrer Gewalt. Herr, ich weiß, wie du dich fühlst, aber Toss ist kein Narr. Sie sind sein letzter Trumpf. Er wird ihnen nichts tun, solange er sich seines Sieges nicht sicher ist. Würdest du dasselbe sagen, wenn es deine Gattin wäre? Oder dein Vater? Wir haben keine andere Wahl, oder seht ihr das anders? Wir verfügen nicht über genügend Vorräte für eine Belagerung. Insbesondere da Räuberbanden und Sigismunds Häscher das Land unsicher machen. Ich kann nur noch mal Fleisch holen. Austausch nicht zustimmen. Und selbst wenn, müssten wir ihn ziehen lassen. Mit seiner Herrscher wäre er uns bis zum jüngsten Tag ein Dorn im Auge. Herr, eine Nachricht. Um was geht es? Markgraf Jobst naht mit seinem Gefolge heran und will dich sprechen. Jobst, sagst du? Na gut. Was hat er hier zu suchen? Wer ist Jobst? Jobst von Luxemburg, der Vetter von König Wenzel und Sigismund. Er ist der Markgraf von Mähren. Erst vor einem Jahr kollaborierte er mit Sigismund und der Herrenvereinigung. Er verriet König Wenzel und dessen Verbündeten Prokop. Und nun hat er die Seiten gewechselt und sich selbst zum Anführer der Rebellion gegen Sigismund ernannt und möchte nun König Wenzel befreien. Wie ein Fähnchen im Wind. Dennoch ist unser Vorgehen entschieden. Wir können Jobst schließlich nicht vor unserer eigenen Burg in Zelten empfangen wie Zigeuner. Ich fürchte, du hast recht, Hanosch. Nun denn, lassen wir die Männer noch etwas ruhen, danach greifen wir an. Komm zu mir, wenn alles bereit ist. So, ja. Quest begonnen. Ehrenwort. Sprich mir den Tisch, sobald du bereit bist. Da kann ich wieder reiten. Du ungehorsames Gaul, ja. Du. Wie ist der denn? Ja! Ja! Dahinter kommen direkt so Büsche. Okay.